Ja, wir kommen ohne Rücksicht auf Verluste in den Effa-Tempel gepoltert. Ja, wie gesagt, wir haben Wassertag, es ist später Abend, frühe Nacht, alles ist ziemlich dunkel. Der Effert-Tempel ist sehr überlaufen, überraschend großer Zulauf hat er bekommen. Die Delfinstatuen im Inneren sind festlich mit blauen Bändern geschmückt und der Tempel hat ein heiliges Artefakt des Kultes erhalten, wohl vor einiger Zeit. Und ihr könnt dann, wenn ihr die Pforten des Effa-Tempels aufmacht, oben im nordwestlichen Teil der Stadt, am zweiten Hafen, der aber allerdings ebenso zugefroren ist, könnt ihr dann den Effa-Tempel betreten. Vorne steht eine weißhaarige Hochgeweihte. Ihr könnt auch die Inschriften erkennen, die sie hier wohl angebracht haben. Aktuell handelt es sich bei der Hochgeweihten um Jella Guriek, die diese Zeremonie gerade führt. Ja, neben ihr, wie gesagt, dieses heilige Artefakt, das Effarthorn, was hier vor einiger Zeit von ja, Wasserwesen aufgrund einer Vision nach Valusa gebracht worden ist. Sie selber predigt gerade zu der Menge, die, wie gesagt, unglaublich groß ist. Es geht um die Machenschaften der tiefen Tochter bzw. der unbarmherzigen Ersäuferin, wie sie sie nennt. Und sie predigt gerade davon, dass Effard die Stadt selbst beschützt. Es gab wohl immer und immer wieder Angriffe einer Dämonenarche oder Dämonenarchen. Allerdings schützt Effard diese Stadt, sodass bisher jeder Angriff abgewehrt worden ist. Mendena ist vor 7 Jahren allerdings gefallen. Weil die wohl nicht so ganz Effard gefällig waren, wie die guten Valusianer, die hier sind. Wenn das Wasser mit den nachtblauen Schlünden ja, nach der Stadt greift und die berstenden Äste gegen die Wehrmauer peitschen, dann kann dieses Horn, und sie zeigt dabei einmal dann auf dieses heilige Artefakt, geblasen werden. Und mit der Kraft und dem Atem der 12 Winde kann man diese Stadt verteidigen. Nur Effard, der wohlweislich sich um seine Schäfchen sorgt, hält diese Stadt. So geht es dann ein bisschen hin und her. Also, wie gesagt, sie ist da sehr energisch. Die Leute hören ihr gerne zu. Und ihr könnt dann auch auf einer der Bänke erkennen, wie dort nebeneinander eine Hesinde-Geweihte, beziehungsweise ihr könnt es sogar genauer erkennen, eine Drakoniterin sitzt und eine Magierin. Davon noch Platz? Neben ihr selber nicht, da haben sich wohl auch noch einige andere Adlige der Stadt niedergelassen. Unter anderem sowas wie ein Ritter oder ja, ein Adarit, könnte man fast sagen. Jarlan erkennt das zumindest. Also der Orden der Heiligen Adare sagt dann vielleicht dem einen oder anderen was, der kämpferisch veranlagt ist. Aber da ist kein Platz zurzeit und so geht die Predigt, während ihr dann zu spät kommt. Noch ungefähr eine Viertelstunde. Sie redet da unablässig von dem Schutz, den Effert über die Stadt hat. Und ja, nach einer Viertelstunde ist das Ganze dann beendet. Und die Menschen strömen aus der Kirche. Oh ja, dann strömt in die entgegengesetzte Richtung. Kann ja gut reden, die Frau. Da sollte ich mir eine Scheibe abschneiden. Bah, wenn denen das gefallen, weil sie nicht so effortgläubig sind, was die erzählt. Und man nichts Naja. weiß. Ach naja, egal. Dieses Horn, das soll. Ja, man bläst wohl hinein und es soll ein betäubendes Geräusch sein, das ganze Dämonengezücht, ja, ich weiß nicht, in Furcht und Schrecken versetzt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass wenn Everett dieses Horn hierher geschickt hat, das der Grund ist, weshalb Loser noch steht. Wenn es die Geschöpfe der Dämonen in Angst und Schrecken versetzt, warum hat man es dann nicht vor die Tore von Yul'Gurmak getragen? Ja. Nun gut, kommt mit, wir wollen uns dann bei der Erzpräzeptorin vorstellen. Ja, also boxt man sich mehr oder minder durch die herausströmende Masse.
Ja, zusammen mit der Novizin Rodine, ich hatte sie eben schon genannt, kommt ihr dann zu Delia Tella Tiranak, eine Frau ungefähr Mitte 40, so wie auch die Effortgeweihte selber. Sie verfügt über rotes Haar, grüne Augen und eine beruhigende und diplomatischere Art. Eigentlich war sie wohl mal in Garret stationiert, hat sich dann aber nach Valusa versetzen lassen, um ja, der Verteidigung ja, eher dienen zu können. Genauso wie die Großmeisterin der Grauen Stäbe, die Spektabilität Li Jezelian von Joffrin Tama. Das ist eine Frau, die daneben, wie gesagt, sitzt, zu erkennen an dem grauen Stab. Was euch als allererstes an dieser Frau auffällt, weiße Haare und Brandmale um die Augen. Sie ist also blind. Ihre Augen sind ausgebrannt worden. Was sie wenig zu stören scheint. Sie bewegt sich sehr sicher. Man stellt sich dann, sitzen sie noch oder sind sie schon zum Gehen gewandt? Die erheben sich dann kurz nachdem die anderen alle aufgestanden sind und wenn du denn auf sie zugehst, dann sind sie wohl auch gerade dabei, sich über die Sitzbänke dann in Richtung Ausgang zu bewegen. Ja, ich nähere mich dann von, ich nehme an, vorher ist keine Bank mehr, also von da aus, lehne mich dann rauf. Euer Exzellenz. Guten Abend. Wir sind zum Gruß. Effa zum Gruß. Wie kann ich euch helfen? Sinne zum Gruße. Jalan von Schnattermoor. Wir wurden von Kunchom aus hierher geschickt. Wir sollen euch bei einer gewissen Sache helfen. Ausgezeichnet. Schön, dass ihr es noch geschafft habt. Ich würde sagen, wir unterhalten uns in etwas ruhigerer Atmosphäre, nicht wahr? Folgt mir doch, ich habe euch bereits seit einigen Tagen ein Sitz im Haus Drachenstein organisiert, das beste Hotel der Stadt. Folgt mir doch. So gütig, führt den Weg. Die Zeit haben wir. Ja, und so geht es. Jella Guriek an sich nicht weiter beachten. In Richtung Süden, Südosten zu einem Haus, was sich hier befindet. Ja, das ist wie gesagt das beste Haus der Stadt. Und ich gebe mal dort mal einen Schritt. Plan frei. Moment. Das ist das gute Haus Drachenstein. Q9, also sehr viel besser geht es gar nicht mehr. So ein Hotel hat wenige Städte. Sehr erstaunlich, dass es ein solches Hotel in Valusa gibt. Ja, Mal ihr kurz werdet zeigen, dann wo das auf der empfangen. Karte ist. Habe ich eben gerade gemacht. Moment. Steuerung F. Hier ist das Haus Drachenstein. Danke. Ja, und von hier aus dann dahin findet ihr dann dort diesen Grundriss. Ihr werdet in einer kleinen Empfangshalle abgeholt. Dort gibt es auch einen kleinen Tresen. Man verbeugt sich, ein Diener, der noch zu dieser späten Stunde dort steht, erkennt dann die Erzpräzeptorin und beziehungsweise Präzeptorin. Und ja, lässt euch dann in das Herrenzimmer direkt zu eurer Linken mit einem großen prasselnden Kamin. Lässt euch da dann auf großen Sofen Platz nehmen. Man bringt euch dann auch sofort Getränke, das, was ihr haben wollt. Und ja, euch gegenüber werden dann Delia von Tiranak Platz nehmen, Jezean von Joffrin Tama und der Ordenskrieger der Heiligen Adare, stellt sich nochmal vor, Gneisol von Harzden, aus der Familie Harzden. Nun, verschwenden wir keine Zeit. Wie ich höre, ist eben jene knapp. Das ist richtig. Also, ihr wurdet bereits darüber informiert, dass es sich bei dem Auftrag um einen Diebstahl handelt, der verhindert werden muss, obwohl er schon einmal stattgefunden hat. Mir wurde mitgeteilt, dass ein schwarzes Schwert gestohlen wurde, das hier hingebracht worden ist. Daraufhin habe ich meine Agenten in der Stadt suchen lassen und wir haben eine sehr abgeschmagerte Gestalt gefunden, die dann vor den Adariten festgenommen wurde. Ihr Name ist Quinn, auch wenn ihr Name, glaube ich, wenig zur Sache tut. Einer der vielen Diener der unbarmherzigen Ersäuferin. Er war, wie gesagt, ein Paktierer. Wir haben ihn gefangen genommen. Die Obduktion hat ergeben, dass
in der Adern an sehr ungewöhnlichen Stellen hervorgetreten sind. Und er hatte zwischen den Fingern einige Schwimmhäute, war also sehr offen zu erkennen. Beim Verhör offenbarte er uns dann unter sehr japsenden Atemzügen seinen Auftrag, und zwar, dass er das schwarze Schwert hier übernehmen soll und dann, naja, nach Mandena bringen sollte. Allerdings, nun, wir hatten einige Probleme. Sie schaut dabei einmal zu der Magierin, die neben ihr sitzt, auf einem weiteren Sofa, was hier irgendwo steht. Nun, er ist verdurstet. Verdurstet. Vor ihm stand ein voller Trinkwasserbecher, den wir ihm in den Kerker gestellt haben. Dreimal täglich und zweimal essen. Aber neben ihm stand das Gefäß und er hat wohl vorgezogen, davon nicht zu trinken. Die Magierin verbesserte sie dann. Sie konnte nicht trinken. Geweihtes Wasser, oder wie kommt das? Nein, eher war es normales Wasser. Aber die Paktierer der tiefen Tochter können es zum Teil auch gar nicht mehr trinken, sondern müssen dann auf verunreinigtes, verschmutztes, chaotisches Wasser zurückgreifen, um ihren Durst zu befriedigen. Alles andere löscht diesen Durst nicht mehr. Schon seltsam, was einen Mann zu solchem Fanatismus treiben kann. Nun, dieses Schwert, es handelt sich wohl um ein Artefakt, das von der tiefen Tochter höchstpersönlich auserkoren wurde, um nun in den Händen eines Sterblichen Dienste für sie zu leisten. Das ist so nicht ganz richtig. Das schwarze Schwert ist zwar der tiefen Tochter geweiht, wenn man so sagen möchte, allerdings wurde es nicht von ihr selber geschmiedet, sondern nur für sie, beziehungsweise für den Auserwählten. Den Auserwählten. So wie unsere Berichte vorliegen, sie schaut einmal zu dem Ordenskrieger der Heiligen Adare, ist ihr dann aber auch egal, die Schiebetür wurde hier übrigens geschlossen, sodass ihr auch alleine seid und keine weiteren Leute dann hier hören könnten. Habt also nur diesen prasselnden Kamin hier. Das schwarze Schwert wurde von Borberat bzw. Borberat Schergen geschmiedet am Friedhof der Seeschlangen. Wie gesagt, für die tiefe Tochter, aber nicht von ihm. Weiß man, auf welchem Wege dieser Paktierer Quinn das Schwert erhalten soll? Nun, auch dazu haben wir einige unserer Verhörspezialisten angesetzt. Quinn wusste selber nicht genau, wen er treffen würde. Es gab allerdings eine Losung, die er hatte nennen sollen. Nein, Entschuldigung, zur Stunde des Wolfes, also das ist die vierte Stunde des Morgens, am dritten Zar, das ist also in 2 Tagen, soll sich unter dem Ornaldinenbogen an der Brückenstiege jemand mit ihm treffen und sich zu erkennen geben durch die Losung: Es ist schwarz wie die Nacht unter diesem Bogen. Die Antwort darauf soll sein: Nicht so schwarz wie das Blut in meinem Inneren und das Metall, das ich halten werde. Verzeiht, wer spricht welchen Teil der Losung? Naja, dadurch, dass er selber nicht weiß, wen er ansprechen soll, soll er darauf antworten. Wie war die Antwort doch gleich? Nicht so schwarz wie das Blut in meinen Adern? Nicht so schwarz wie das Blut in meinem Inneren und das Metall, das ich halten werde. Auf die Frage, beziehungsweise auf die Aussage, es ist schwarz wie die Nacht unter diesem Bogen. Also der oder diejenigen, oder diejenige oder derjenige, der das Schwert gestohlen hat, der hat diese Losung, die er nennt. Und dies ist die Antwort darauf. Dann soll das Schwert übergeben werden. Und von hier aus soll es wohl irgendwie zusammen mit Quinn nach Medina gebracht werden. Nun, mit Verlaub, Eure Exzellenz, es sieht ja so aus, als hätten ihr und die Adariten bereits
hervorragende Arbeit geleistet, was das angeht. Ich verstehe nicht ganz, wofür wir da gebraucht werden. Ich meine, es sollte eine Kleinigkeit sein, unter diesem Bogen zu warten und die Überbringenden festzusetzen. Das meine ich auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr, verzeiht mir, dass ich das so sage, die Richtigen dafür seid, aber wenn die Meister in Gareth bzw. die Vorsteher der Kirche meinen, es ist besser, Entsatz zu schicken, dann soll es so sein. Habt keine Sorge, wir sind in solcherlei Dingen wohl geübt. Der Not entsprechend, aber nichtsdestotrotz. Ist denn in irgendeiner Weise bekannt, wer dieses Schwert gestohlen hat? Oder wie viele es waren? Wissen wir nicht. Und auch nicht wie viele. Wir haben quasi viel zu wenig Informationen über den Täter. Wir wissen, wo es gestohlen wurde. Aber, da wo es eben gelagert war. Und dann über Umwege soll es hierhin gebracht werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine einzelne Person war, oder es muss doch irgendeine Art als Schutz bekommen haben, um hierher zu kommen. Nun, also dadurch, dass wir selber nicht vor Ort waren, sondern nur den Paktierer Quinn hier abgefangen haben, sind das nur die Informationen, die wir über Quinn bekommen haben. Er selber wusste ja auch nicht, wer oder wie viele es sind. Es muss dieser also Quinn irgendeinen hatte... Grund haben, dass ihr, von so weit her hier hingeschickt worden seid, dass man das nicht zutraut, dass eine Stadtwache das schafft. Wir haben immerhin mehr Schwerter und Bögen als ihr. Konntet ihr denn aus diesem Quinn noch irgendetwas herauszufinden, ob er noch Komplizen hier in der Stadt hat? Nun, das wissen wir nicht, tut mir leid. Wir wissen auch nicht, ob der Dieb bereits jetzt in der Stadt ist und schon darauf wartet. Wir versuchen natürlich weiterhin Paktierer zu entdecken. Nun, wenn dieser Quinn nicht wusste, von wem er das Schwert erhält, werden auch seine Kumpanen, Kollegen und Spießgesellen nicht wissen, wer es bringt und entsprechend keine Warnung aussprechen können. Also sollten wir zumindest, was das angeht, auf der sicheren Seite sein. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir nun vorzugehen haben. Dadurch, dass ihr als Experten dafür angeworben worden seid, werdet ihr es uns sicherlich erzählen können. Und zunächst einmal wollen wir das Ganze friedlich lösen? Also die Losung sprechen, das Schwert abnehmen und unseres Weges gehen? Das wird zunächst das sein, was wir zu tun haben, denn unsere... wie ist das Wort? Nun, unsere wichtigste Aufgabe auf jeden Fall wird es sein, dieses Schwert in die Finger zu bekommen. Und wir können es uns nicht leisten, dass es nun wieder untertaucht und verschwindet und womöglich auf andere Weise nach Mendena kommt. Also werden wir unter dem Bogen warten, die Losung sprechen und das Schwert annehmen. Sobald wir es haben, machen wir die Paktierer nieder. Mein Herr von Schnittermoor. Der Feind weiß, dass wir dieses Schwert in unseren Besitz gebracht haben, wird er wohl einiges daran setzen, es wiederzubekommen. Deswegen wurden Leute wie wir aus Grunchon geschickt und es wird nicht der Stadtwache überlassen. Wobei ich mir sicher bin, dass auch die Adariten für so etwas ohne Frage durchaus geeignet wären. Selbstverständlich sind wir dafür geeignet. Was ich meine, und es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Vielleicht ist es wert, in diesem Fall den Paktierer nicht auf der Stelle zu erschlagen, sondern ihn in dem Glauben zu lassen, dass das Schwert seinen Weg nach Mendena finden wird. Es würde uns einiges an Zeit verschaffen, der wir das Schwert nach Kunchum bringen können. Bringen wir das Schwert nach Kunchum? Euer Exzellenz, was gedenkt ihr damit zu tun, sobald es in unserem oder eurem Besitz ist? Nun, zunächst heißt es, dass es Xera nicht in die Finger bekommen darf. Das ist das Wichtigste. Denn sollte das Schwert zusammen mit dem Überbleibsel aus der Dämonenkrone vereinigt werden, dann könnte er die blutige See zu einem Schauplatz machen, der, wahrlich weitere Pforten öffnet.
Pforten des Grauens, direkt in die Niederhölle. Nun, ich bin der Meinung, am besten sei es doch, den Bleikermann der Magierakademie in Perikum überantwortet. Aber die ist weit weg. Nun, vielleicht weiß die Prioskirche in Gareth etwas damit zu tun oder ob es wieder in den Kosch kommt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Nun, wie es der Zufall so will, ist die Inquisition noch in der Stadt. Vielleicht können wir die ja fragen, was am besten zu tun sei. Ich denke, in den innersten Tiefen eines Ever-Tempels wäre das Artefakt am besten aufgehoben. Dort ist es abgeschirmt gegen die Einflüsse der widernatürlichen Kreaturen der Tiefen. Nun, das sind alles müßige Überlegungen, denn zuerst einmal müssen wir das Schwert haben. Bin mir gar nicht sicher, weil ich noch nicht vor Ort war, aber ich dachte, dass der Kosch ebenso abgesichert wäre gegen die Einflüsterung von Paktierern. Offensichtlich ist es eben jenen Paktierern gelungen, etwas sehr Wertvolles aus der Feste Koschgau zu stehlen. Ich bin nicht bereit, Schicksal der tobrischen Küste darauf zu verwetten, dass es nicht noch einmal geschieht. Erst einmal müssen wir es wieder in die Finger bekommen, um dann zu entscheiden, wo es hin soll. Ganz recht. Wir werden also in 2 Tagen am Oranienbogen, sagt ihr? Das ist zumindest das, was er sagte. Ornalinenbogen. Ornalinenbogen. Am Ornalinenbogen Stellung beziehen. Und natürlich vorher mit euch ausgearbeitet haben, wo die tapferen Krieger der Aderiten im Hintergrund warten werden. Nur für den Fall, dass etwas schief geht. So machen wir es. Kennt ihr euch bereits in der Stadt aus? Einige Tage habt ihr ja noch, um genau zu sein, um euch in der Stadt etwas umzusehen. Leider nicht. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn ihr uns vielleicht einen Ortskundigen an die Seite stellen könnte. Den könnt ihr bekommen, selbstverständlich. Dann zeigen wir euch in der morgigen Stunde, wo dieser Ornaldinenbogen sich befindet und wie man am besten einen Hinterhalt legt. Gut, dann werden meine Kameraden und ich uns wohl einigen Vorbereitungen hingeben müssen. Derweil erhebt sich dann, neigt sich nochmal der Höflichkeit halber vor Ihrer Exzellenz. Und dann? Ich wünsche eine gute Nacht gehabt zu haben. Ja, ich habe euch wie gesagt Zimmer richten lassen. Geht einfach in die oberen Stockwerke bzw. lasst euch durchführen. Das soll euch nichts mangeln, solange ihr hier seid. Derweil an einer ganz anderen Stelle. Es ist kalt, bitterkalt. Immer noch Schnee, der nach unten fällt, Rauch, Säulen, die aus den vereinzelten Häusern nach oben dringen. Und Wascher schaut sich um. Gerade die letzten paar Menschen, die sich in wohl, ja, sieht aus wie eine Taverne drücken. Die letzten paar Seefahrer von denen. Ja, ich würde dann mal den Seefahrern hinterhergehen, die dort in Tavernen. Ja. Offiziell bin ich eine von ihnen, so. Ja, richtig, genau. Rodrigo wurde ja zurückgelassen, warum auch immer Jarlan das getan hat, aber du kannst dann das Gebäude betreten und als du die Tür öffnest, ist es erst einmal warm, wohlig warm und du freust dich, dass du nach drin kommst, kommt dir aber auch so eine kleine Rauchwolke entgegen, was es ein bisschen unangenehmer macht. Das ist wohl nur auf den ersten Blick ein Bordell, nur auf den ersten Blick eine Taverne, auf den zweiten Blick ein Bordell. Hier sind wohl also allerlei Huren und Prostituierte unterwegs, die sich um die wohligen Bedürfnisse von den Seefahrern kümmern. Und als du dich gerade so ein bisschen umguckst nach bekannten Gesichtern, kannst du auch erkennen, wie hier gerade ein Zwerg auf dem Tisch steht und herumkrakeelt und schreit. Ja, einige Menschen, die ihm zuhören, und er hält da wohl gerade irgendwie eine sehr merkwürdige Protestrede. Schaust dich weiter um, auf deiner Rechten gibt es tatsächlich sowas wie ein schwarzes Brett, wo Aufträge dran stehen. Ja, ein Wirt, der hier ein paar Becher schrubbt und gerade in so einen richtig schönen Humpen reinspuckt, um dann auszuwischen. Also ganz typisches Klientel.
Ich, auf was für eine Sprache redet der Netzwerk? Mittelreichisch, damit ihn auch alle anderen verstehen. Gut, dann würde ich mich mal so ein bisschen versuchen, in irgendeine Ecke zu drücken und dem ein bisschen zuhören wollen, was er denn da so faselt. Mangrosch, Schutz dieser Stadt. Er tritt einmal mit seinem Fuß auf den Tisch unter ihm. Die anderen Männer johlen ihm wohl zu. Es handelt sich dabei wohl nicht nur um Seefahrer, sondern auch um allerlei Stadtansässige. Das kannst du auf den Blick so erkennen. Also niemand, der hier in abgerissener Kleidung steht oder so, sondern Anwohner, die nur kurze Wege gehabt haben, haben nicht viel Gepäck dabei, im Gegensatz zu euren Leuten. Und du kannst auch ein paar Versehrte und Kriegsveteranen erkennen, denen fehlen dann Arme oder Beine und die sitzen dann auch irgendwo daneben, sehen sehr mürrisch rein. Angrosch schützt diese Stadt, er hat sie 1000 Jahre beschützt, doch einige hier in Valusa scheinen das zu vergessen. Zustimmende Rufe von allen Seiten. Seht ihn euch an, den Händler Lilip Njega aus Habki hat er sein Kontor so hoch gebaut, dass es sogar einen Feuerturm überragt. Nein! Ich sage, er hat Angrosch erzürnt mit dieser Tat. Ich sage, lasst uns das Haus einreißen, bevor es etwas aus dem Wasser kriecht, das die ganze Stadt einreißt. Ich würde mal jemanden, der vielleicht nicht ganz so grummelig reinschaut, ansprechen. Verzeiht, was ist denn hier los? Ja, aufgebrachter Mob, wie fast jeden Abend. Aber ist das hier nicht dein Haus der Freude? Ich meine, sollte es nicht eigentlich hier eine nettere Stimmung geben, als ein Angroschim, der auf einem Tisch steht und rumkakiert? Ja, wir haben diese Veranstaltung eigentlich auch auf dem Marktplatz schon mal abgehalten, aber da werden wir nicht mehr geduldet. Die Stadtwache sieht das gar nicht gern. Wir wurden sogar schon im aventurischen Boten erwähnt. Tatsächlich? Da sieht er so ein bisschen stolz aus. Ich mache ganz große Augen und stütze mich mal so ein bisschen auf den Ellbogen ab und rufe ihn an. Ja, hier. Er schiebt ja so einen aventurischen Boten zu. Ist ziemlich verkleckert, Bier drauf. Ist das ein weißer Fleck? Du willst nicht drüber nachdenken, was das ist, aber du kannst den Artikel auf alle Fälle noch lesen. Tu das doch einfach mal. Ja, ich lese den Artikel mal.